Hallo zusammen! Von einem Vorfall, bei dem die Passagiere 48 Stunden lang auf einem sinkenden Schiff in Ungewissheit verbrachten und um ihr Leben bangen mussten, bis hin zu einer Kreuzfahrt durch den stürmischsten Ort der Welt. Heute reden wir von mehreren spektakulären und dramatischen Havarien auf hoher See, die die Grundlage für etliche Katastrophenfilme bieten könnten. Lasst uns loslegen! Seht nur, wie schwer es selbst für einen solchen Riesen ist, sich über Wasser zu halten. Durch den tropischen Wirbelsturm, der die Küste von Madagaskar heimgesucht hat, hätte dieses Schiff leicht versenkt werden können. Die Windgeschwindigkeit lag an dem Tag bei etwa 72 Kilometer pro Stunde. Aber die Besatzung hatte das unglaubliche Glück, einen mutigen und erfahrenen Lotsen zu haben. Es ist ausschließlich ihm zu verdanken, dass das Schiff in der Extremsituation sicher festgemacht werden konnte. Auch wenn dafür gleichzeitig drei Schlepper statt, wie üblich, einem oder höchstens zwei zum Einsatz kommen mussten. Das japanische Meer verzeiht keine Fehler. Hier ist der Beweis. Dieser mit Autos beladene Frachter geriet in einen Sturm. 8 Meter hohe Wellen fegten über das Schiff und spülten buchstäblich alles an Deck über Bord. Der Besatzung ist es gelungen, aus dem Sturm heil herauszukommen, aber 52 der 64 Autos gingen verloren. Der Atlantik kann manchmal unglaublich rau sein. Das mussten die Passagiere der Anthem of the Seas am eigenen Leib erfahren. Das Kreuzfahrtschiff sollte sie von New Jersey nach Florida bringen. Doch das Wasser schien an dem Tage ganz andere Pläne zu haben. Die 4500 Passagiere und 1600 Besatzungsmitglieder gerieten in einen Hurrikan, kurz nachdem das Schiff die Küste verließ. Während mehrere Meter hohe Wellen unablässig gegen die Bullaugen peitschten, blieb den Passagieren nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass das Schiff dem Sturm standhalten würde. Zum Glück traf der Kapitän die Entscheidung, wieder in den Hafen zurückzukehren, wodurch sicher viele Menschenleben gerettet wurden. Nicht auszudenken, zu welcher Tragödie es hätte kommen können, wenn das Schiff seine Reise fortgesetzt hätte. Wenn man an Italien denkt, stellt man sich immer Pizza und türkisfarbenes Meer vor, aber bestimmt nicht einen heftigen Sturm wie diesen. Der 108 Meter lange Frachter lief bei einem schweren Sturm vor der südwestlichen Küste Sardiniens auf Grund. Trotz der angeforderten Hilfe seitens der Luft- und Seestreitkräfte konnte die Crew aufgrund des extremen Wetters und der Dunkelheit bis zum Morgengrauen nicht evakuiert werden. Auch wenn diese Geschichte ein glückliches Ende hat, kann man sich vorstellen, was für eine schreckliche Nacht es für diese Männer war. Eine Kreuzfahrt vom Golf von Mexiko ist sicherlich was Schönes, es sei denn, man bleibt dabei für knapp eine Woche auf hoher See stecken. Das gigantische Kreuzfahrtschiff Carnival Sunrise wurde durch bis zu 110 km/h schnelle Windböen vom Kurs abgebracht. Kissing it. Oh! Connection, baby. Holy moly.
Unglücklicherweise ist es mit einem anderen Schiff kollidiert und trug dabei schwere Beschädigungen davon. Aufgrund der extremen Wetterbedingungen und der Größe des 14-stöckigen Schiffes konnte es nicht sofort abgeschleppt werden, sodass die Passagiere 5 Tage lang ohne Strom und mit einer minimalen Anzahl funktionierender Toiletten auskommen mussten. Irgendetwas sagt mir, dass die 800 Menschen an Bord ganz andere Erwartungen an diese Kreuzfahrt hatten. Manchmal geraten auch die stärksten Schiffe in Notlage. So wurde die DDG 105, ein amerikanischer Zerstörer, der 2008 vom Stapel lief, von einem Sturm erwischt. Obwohl das Schiff mit fortschrittlichen Waffen und elektronischen Systemen ausgestattet war, konnte es den meterhohen Wellen kaum standhalten. Und so sah es für die Besatzung aus. Ein Albtraum, der 2 Tage andauerte. So kann man die Situation schildern, in die fast 1400 Passagiere und Besatzungsmitglieder des Kreuzfahrtschiffs Viking gerieten. Das Schiff befand sich auf dem Weg von Norwegen zu den Ufern der Themse. Als ein starker Sturm aufkam. Anschließend fiel der Motor des Schiffes aus. 8 Meter hohe Wellen drückten die Viking in Schieflage und das Schiff begann sich mit Wasser zu füllen. Die Rettungsaktion nahm 48 Stunden in Anspruch. Man versuchte, die Menschen an Bord so schnell wie möglich zu evakuieren, sowohl mit Hubschraubern als auch mit Booten. Den Rettungskräften gebührt ein großes Lob. Nur dank ihrer professionellen Arbeit gab es bei dem schrecklichen Vorfall keine Opfer. Die Landung eines Hubschraubers auf einem Schiff ist an sich schon eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und nur die erfahrensten Piloten können dies bei einem Sturm tun. Und so sieht das Ganze aus dem Cockpit heraus aus. Perfekt, das nenne ich mal einen Profi. Das Leben eines Seemanns kann extrem unberechenbar sein. Das gilt sowohl für plötzliche Wellen als auch für den Alltag. Es gibt objektive Gründe, warum Männer kürzer leben. Manchmal liegt es daran, dass man ein neues Motorboot bei einem Sturm mit 4 Meter hohen Wellen unbedingt testen will. Aber Spaß beiseite, denn es handelt sich hierbei um Seenotretter. Und selbstverständlich müssen sie ihre Boote unter anderem bei ganz extremen Bedingungen testen. Habt ihr schon mal 400 Millionen Dollar brennen sehen? Jetzt könnt ihr diese Frage getrost mit Ja beantworten. Es geht um Folgendes. Auf einem Frachter, der fast 4000 Fahrzeuge, darunter hunderte aus den Häusern Porsche, Audi, Bentley und Lamborghini über den Atlantik transportierte, ist ein verheerender Brand ausgebrochen. Der materielle Schaden wurde von Experten auf 334 bis 401 Millionen US-Dollar geschätzt. Der moralische Schaden für die Unternehmen und Autobesitzer hingegen lässt sich nicht abschätzen.
Schlangen, Spinnen, Haifische und, nicht zu vergessen, heftige Seestürme. All das ist in Australien zu finden. Der Kapitän eines Frachtschiffs, der 83 Container verlor, als er zu einem ungünstigen Zeitpunkt in See stach, könnte uns mehr als jeder andere über Stürme erzählen. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass nach dem Unglück tonnenweise Plastik und anderer Müll an den nächstgelegenen Stränden angespült wurde. Ich hätte in dem Moment nicht unter den Urlaubern sein wollen. Ein Sturm am Nordpolarmeer. Und wenn er schon auf diesen Bildern so gruselig und spektakulär wirkt, stellt euch vor, wie es war, ihn live zu erleben. Manchmal kommt es nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb eines Schiffes zu einem Sturm. Dieses Video ist so beängstigend, dass sich selbst ein Flugangsthase nach dessen Anschauen zwischen einer Schiff- und Flugzeugreise für Letzteres entscheiden würde. Wenn jemand an die Launen des nassen Elements gewöhnt ist, dann sind es die Seenotretter. Diese mutigen Männer reagierten auf den Hilferuf eines Fischerbootes, das bei einem Unwetter untergegangen war. Nur mit einem Schlauchboot ausgestattet, eilten sie vier Schiffbrüchigen zur Hilfe. Trotz 2 Meter hoher Wellen und Windböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Stundenkilometern gelang es ihnen, den Unfallsort zu erreichen und die Fischer zu bergen. Wenn sie beim Untergang der Titanic anwesend gewesen wären, wären bestimmt nicht so viele Leute ertrunken. Irgendetwas sagt mir, dass ihr euren Bürojob nach diesem Video noch ein bisschen mehr lieben werdet. Das hier ist die Drake-Straße, eine Meeresstraße zwischen Südamerika und der Antarktis, die als das gefährlichste Seegebiet der Welt gilt. Starke Winde, wechselhaftes Wetter, hohe Wellen und Eisberge machen diesen Ort zum Albtraum eines jeden Seefahrers. Selbst Kapitäne von Frachtschiffen versuchen es, ihn zu meiden und eine andere Route zu nehmen, ganz zu schweigen von Kreuzfahrtkapitänen. South America. We're heading back now. We had a relatively quiet passage coming over. But now it's payback time.
Der Nordatlantik ist berüchtigt für seine Stürme. Aber die Piloten der dänischen Luftstreitkräfte haben es trotzdem geschafft, den Hubschrauber bei solchen Wetterbedingungen zu landen. Und jetzt guckt euch diese Aufnahmen an und freut euch einfach, dass ihr gerade vor dem Bildschirm im Warmen sitzt und euch nicht irgendwo vor der nordwestlichen Küste Englands befindet. Wem schon im Auto übel wird, sollte sich jetzt am besten für ein paar Sekunden vom Bildschirm wegdrehen. Wer sich auf eine lange Schiffsreise begibt, sollte sich darauf gefasst machen, dass sich die Möbeldisposition in seiner Kabine ständig ändern wird. Starke Wellen setzen selbst solchen Riesen zu. Keine Ahnung, wie es das Boot überstanden hat, aber es war wahrscheinlich nicht das angenehmste Gefühl für seinen Besitzer, als der Bug hin und wieder im Wasser versank. Alle Seefahrer müssen einen starken Magen und einen ausgezeichneten Gleichgewichtsapparat haben, denn nicht längst jeder kann solchen Seegang aushalten. Stellt euch vor, ihr blickt aus der Kabine aufs Meer, während ihr auf einer Kreuzfahrt durch die Biscayne Bay seid. Und plötzlich bricht eine 9 Meter hohe Welle herein. Man weiß nie, wann das Meer einen auffrischen will. Wie stark war der Schlag, wenn die Welle die Fenster einschlug?